Erst am Dienstag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Karl Nehammer und somit der zweitstärksten Partei der Nationalratswahl den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Obwohl die Freude darüber innerparteilich groß ist, zweifeln viele an der sogenannten Verliererkoalition, auf die es nun wohl hinauslaufen wird. Die letzten Tage haben zudem gezeigt, dass die ÖVP bereits heute Wahlversprechen bricht. So stehen nicht nur die Hochwasserhilfen der EU auf der Kippe, auch in der Causa Renaturierungsgesetz wird auf eine angekündigte Klage verzichtet. Österreich werde eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof einbringen. Das zumindest erklärte ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler noch im Juni, kurz nachdem Umweltministerin Leonore Gewessler gegen den Willen des Koalitionspartners dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hatte. Ideologie dürfe niemals über dem Recht stehen, waren damals Edtstadlers Worte. Auch Bundeskanzler Nehammer äußerte starke Kritik in Richtung Umweltministerium. Überregulierung und Chaos im Bereich der Landwirtschaft seien die Folgen des neuen EU-Gesetzes, so der ÖVP-Chef im Juni. Genau aus diesem Grund wurde im Sommer nicht nur ein Misstrauensantrag gegen die grüne Umweltministerin eingebracht, auch eine Nichtigkeitsklage wurde groß angekündigt, daraus wird nun jedoch nichts. Die Antwort auf den Gesetzesbruch der Klimaschutzministerin Gewessler dürfe kein weiterer Gesetzesbruch sein. Als Verfassungsministerin sei es für Edtstadler keine Option, sich über die Vorgaben des Bundesministeriengesetzes und die Staatspraxis hinwegzusetzen. Das Einbringen einer Klage ohne Einvernehmen mit der Klimaschutzministerin wäre ein Abgehen von der seit dem EU-Beitritt gelebten Praxis. Im Gegensatz zur Klimaschutzministerin gehe sie nicht aus ideologischen Gründen von dieser Staatspraxis ab. Ob sich die Landwirte mit dieser Begründung zufrieden geben, ist fraglich.